Mit dem Sonderpreis Superfast wird die beste Wissenschaftsstory ausgezeichnet, die im Rahmen der Superfast 24 Stunden Instagram Challenge zu einem vorgegebenen Thema produziert wurde. Ja, danke schön. Danke auch an die Jury und das ganze Team. Ja, danke schön. Sieht cool aus. Nee, leider ganz und gar nicht. Also ich komme auch als Forstgenetiker eher von einer anderen Richtung, von der Baumrichtung. Und ja, für mich war das wichtig, einfach dieses Problem nochmal in den Vordergrund zu stellen, dass uns da wirklich gerade ein Ökosystem flöten geht und dass das sehr wichtig ist, da jetzt Forschung zu investieren, um die deutschen Wälder und die Wälder in Mitteleuropa zu erhalten. Auf jeden Fall ist einer der bedeutendsten Schädlinge, die wir momentan im Forst haben. Und er war zwar schon immer da, aber durch den Klimawandel breitet er sich noch weiter aus und kann sich stärker vermehren. Und das schädigt eben die Wälder, so wie du es auch beschrieben hast, im Harz beispielsweise, wo kaum noch Fichtenbestände wirklich von dem Borkenkäfer unberührt geblieben sind.